Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Partie in Super Mario Odyssey. Diesmal mit einer anderen Kameraperspektive. Mal schauen, ob das für euch auch noch so okay ist. Eventuell wieder so zum Ausprobieren, nur für den einen Part, wie in dem einen Part in Wüstland, wo ich das mit einer sehr starken Belichtung mal ausprobiert habe, wie so eine Art Greenscreen-Effekt mit dem Hintergrund und so. Ja, mal schauen, wie das so Ganze wird. Und, ja, das war's eigentlich schon. Und, ja, geht es erstmal weiter. Hier im Mario Odyssey, wie schon bereits erwähnt, im Schlemmerland haben wir ja schon die letzte Vorschau schon gesehen, wo wir als nächstes hin müssen. Hier ragt da schon etwas Licht heraus. Denke ich mal, dass wir wieder zum Topf müssen oder so. Denke ich mal, könnte sein. Vielleicht. Aber bevor wir das tun, will ich nochmal hier hoch. Nicht wegen diesem Tic-Tac-Mond, was da war, sondern habe ich nämlich drin noch drei lila Monde gesehen. Ich bin jetzt schon total verpeilt. Nicht drei lila Monde, sondern drei lila Münzen, ne? Und die waren hier irgendwo. Vielleicht war es auch nur zwei oder so, keine Ahnung. Nee, es waren doch drei. So genau wusste ich das nämlich auch nicht. Ich habe sogar doch noch geschafft. Okay. Oh, das ist sogar sehr gut. Ja. Da widmen wir uns jetzt erstmal die weitere Hauptmission. Aber es hat sich natürlich auch auf dem Weg auch etwas verändert hier. Man sieht es auf jeden Fall auch schon sofort. Im letzten Part, beziehungsweise in dem Part, wo man zum ersten Mal im Schlemmerland war, sah der Anfang ja ganz anders aus als jetzt. Und ich verkack's gerade jetzt schon. Komm, verpiss dich. Dankeschön. Und man sieht auf jeden Fall, was sich hier sogar schon am Anfang schon alles verändert hat. Wenn man es schon ungefähr merkt, wie es am Anfang aussah und wie es jetzt aussieht. Okay, komplett weiß ich jetzt ungefähr nicht, ob sich das jetzt komplett alles verändert hat. Aber auf jeden Fall, am Anfang kann man es auf jeden Fall deutlich sehen. Aber hier ist wieder so eine Goomba-Dame. Brauchen wir dich noch? Ne, doch. Hier sind irgendwelche Fackeln oder was das für Dinger sind. Der Lakito kann erstmal weg da. Dafür gibt es einen Mond. Wer hättest du gedacht? Auf jeden Fall. Nehmen wir erstmal den. Entzünde die beiden Flammen. Gibt es nicht allgemein noch ein paar Flammen hier irgendwo? Okay, das war jetzt irgendwie etwas knapp irgendwie. So. Hier komme ich irgendwie gar nicht mehr weiter so richtig. Wo kann ich denn jetzt genau als nächstes weiter? Kann ich versuchen, irgendwie dorthin zu springen? Ah ne, wir können ja sowieso springen. Vielleicht klappt das ja oder auch nicht. Warum auch, ne? Warum soll das auch funktionieren? Aber ich habe eine ganz andere Idee. Das war eigentlich nicht das, was ich genau machen wollte. Aber okay. Ich bin trotzdem drüber. Und haben nächsten Mond hinter dem Säulenschatten verborgen. Okay. Wahrscheinlich kann ich ja auch Wandsprung ausführen. Teilweise. Aber zum Glück, sobald man immer einen Mond gefunden hat, hat man immer volle Lebensenergie. Zum Glück, sonst wäre ich wieder schon längst gestorben. Nee, warte mal. Ernsthaft? Ernsthaft? Nein, bleib hier. Dankeschön. So. Ich will irgendwie jetzt mal versuchen, irgendwie auch mal nach oben zu kommen. Kommt man irgendwie nach oben? Okay, dich brauchen wir jetzt wirklich nicht mehr. Dafür möchte ich dich mal gerne haben, wenn das möglich wäre. Dankeschön. Aber hier komme ich ja nicht mehr, ne? Sieht mir nach einer Sackgasse aus. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen, aber okay, dankeschön. Für deine Aufmerksamkeit. Wo bin ich denn jetzt ungefähr? Jetzt bin ich irgendwie gerade etwas verpeilt.
Aber hier sind schon mal irgendwie lila Münzen. Aber ich war ja schon mal. Weil hier ein Checkpoint ist, beziehungsweise so ein Rücksetzpunkt, den ich schon aktiviert habe. Ich weiß das schon gar nicht mehr. Oh Mann. Aber jetzt wird das so ein Block, ne? Äußerst mysteriös. Vielleicht werden wir das schon irgendwann herausfinden, auf jeden Fall. Gibt's ja in jeder Welt, ne? Bin mal gespannt. Kann ich jetzt schon da raus? Ja, dankeschön. Das ist sogar wunderbar, weil ich wollte sowieso hier hoch. Ach, ist sogar ein Mond. Ach, na dann. Dann holen wir uns den mal hier. Am Rande einer Salzansammlung. Ja, ich glaube, da war einer zu viel salty. Und hat das sogar ziemlich ernst und wörtlich genommen. Hahaha. Oh mein Gott. Ja. Flachwitz auch schon mal abgehakt. Aber okay. Ah, jetzt können wir das auch machen, ne? Mit dieser Goomba-Frau. Ja. Muss das irgendeine gegebene Höhe sein oder so? Warte mal, ich wollte das etwas anders machen. Okay, das reicht doch wieder. Okay, das sah zwar recht knapp aus, aber es hat sogar funktioniert. Ich will mal ein bisschen schneller hier, das dauert sonst ein bisschen. Komm mal ein bisschen näher hier und dann können wir dich nehmen oder halt auch nicht. Vielleicht jetzt, wenn es okay wäre. Hä? Ja, mit einem Treffer, ey. Ich würde jetzt so gerne die Peach Amiibo benutzen, ne? Ohne Witz. Würde ich wenigstens mehr aushalten, ne? Da gibt es hier nicht zufällig irgendwie einen Kraftpilz oder irgendwas, womit ich mehr Schaden erleiden kann. Oh, scheiße. Nee, da muss ich wieder zurück. Ich wollte jetzt gerade springen, aber damit wären alle Goombas tot. Safe. Und das will ich jetzt nicht riskieren, jetzt nochmal alles von vorne zu machen. Wenn der auch mal sterben könnte hier, der Kumpane, wäre das auch wunderbar hier. Geh du mal weg. Hä? Durch was? Hä? Durch was bin ich jetzt gestorben? Hä? Was war denn das für ein Betrug? Ich glaube, ich cut das am besten kurz raus, damit das nicht so lange dauert. Dann müsst ihr euch das nicht nochmal geben mit den Goombas. Also ja, bis gleich zu einem nächsten Versuch, würde ich sagen. So, wir sind jetzt übrigens wieder jetzt hier. Also ich habe es nochmal versucht, aber den Goomba-Stapel, den lasse ich jetzt am besten hier. Inzwischen hatte ich schon mal ein, zwei Mal gefailt, weil ich zu dumm war, um hier wieder hochzukommen. Aber jetzt, da ich es jetzt endlich mal gebacken bekommen habe, machen wir das jetzt hier schon mal und hoffe, dass ich es jetzt richtig mache und nicht so scheiße faile. Ach du Scheiße, das ist ja richtig schwer mit diesem Goomba-Turm, Alter. Boah. Ach so. Man muss nicht nur die perfekte Höhe so haben, also es kann auch drüber oder so sein. Entweder so genau die perfekte Höhe oder drüber. Ach, na dann ist es ja gar nicht mal so schlimm. Cool. Nice. Romanze inmitten der Lava. Jetzt fehlen uns nur noch zwei. Also könnten wir direkt sogar die Hauptmission machen. Und dann wären wir sogar durch. Theoretisch. Ja, wobei, vielleicht ja doch. So, wie könnte ich jetzt weitermachen? Warte mal, laut Karte, da muss ich nicht den ganzen Weg latschen. Wie machen wir das am besten? Gehen wir da hin oder gehen wir da hin? Nee, da ist unpassend. Aber da ist wieder irgendwie zu weit weg. Das ist gerade jetzt ein bisschen scheiße, ne? Ach, ich laufe den Weg jetzt dahin. Könnt ihr euch mal verpissen, wäre das okay? Okay, gut, ich dachte schon. für die Zwecke gut ausgenutzt. Warte mal, ich brauche eine andere Perspektive. Alter, denn. Nerv nicht! Ja, warum? Da war kein Feuerball oder irgendwo gewesen. So, jetzt mache ich es so. Mein Gott, da kann mir jetzt keiner auf die Nerven gehen, ey. Was war jetzt der richtige Weg?
Er ist schon irgendwo hier recht gerade, so. So ungefähr. Ich kann ja auch so drum herum gehen. Warte mal. Ich brauche mal so einen Feuerball-Typ da. Oh mein Gott! Hat sogar wirklich funktioniert, wie ich es mir erhofft habe. Was für ein Luck. Hat die Vulkanexplosion den Pfad wieder geöffnet? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ja, wie gesagt, hier war ich ja schon. Ich will nochmal nach oben. Aber wie ich da in diesen Mond da oben rangekommen habe, ich überhaupt keine Ahnung. Wie gesagt, da habe ich ja überhaupt keine Ahnung. So, hier sind wir eigentlich sogar schon fast wieder da. Ungefähr. Jetzt will ich nur noch hier nach oben. Ob ich das gleich gebacken kriege? Okay, gut. Einwandfreie Spitze. So. Ach so, das war das gewesen. Ja, das war ja im letzten Part. Gut. So. Mit Leichtigkeit. Oder so ähnlich. Wie komme ich jetzt da drüber? Irgendwie muss ich doch da drüber. Aber wie? Hä? Das ist jetzt wo genau? Irgendwo da oben, irgendwo. Warte mal. Ja, das ist komplett falsch. Ach, ich sind jetzt sogar übrigens lila Münzen. Hätte ich jetzt fast verpeilt. Hätte ich total jetzt vergessen, ne? Ja, hier war ein Mond drin, den habe ich ja schon. Ah, da ist ja sogar noch was. Lol. Stimmt, da war ja was. Hier kommst du nur rein, wenn du auch wie ein Koch aussiehst. Und hey, du hast die richtigen Klamotten an und die richtige Kopfbedeckung auf. Komm rein. Na klar, Dankeschön. Dass du mir jetzt den Beitritt gegeben hast. Hat du irgendwas zu sagen? Dieser Topf köchelt ganz ordentlich vor sich hin. Was super für die Entfaltung der verschiedenen Geschmacksnoten ist. Aber irgendwie, es könnte noch ein bisschen heißer unter dem Topf sein. Ich schaff's einfach nicht, mehr Feuer aus der Lava rauszuholen, wie ärgerlich. Was müssen wir hier überhaupt machen? Hat es irgendwas mit den Tomaten auf sich? Auf jeden Fall müssen wir so ein Hothead nehmen, ist auf jeden Fall klar. Aber was hat das mit diesen Tomaten auf sich? Das ist... Ah! Keine Ahnung, was es mit dem Gemüse auf sich hat, aber wir können die Tomaten ja mitbenutzen hier, wie diese lila Brühe da. Oder vielleicht auch lila Lava oder was weiß ich, was das sein soll. Pudding oder was weiß ich. Auf jeden Fall ist er scheiße heiß. Wir können uns verbrennen und sterben. Ja, wie machen wir das am besten? Oh Gott. Oh Gott. Er rollt ja jetzt runter. Nee, zum Glück nicht. Der versperrt mir ja voll den Weg. Ja, ey. Oh, das war knapp. Wenn ich jetzt noch sterbe, ne? Ey, das wäre jetzt nicht so geil. Aber jetzt brauche ich aber einen Hothead dafür, ne? Weil geht ja sonst nicht anders. Das ist jetzt ein bisschen doof. Kriege ich das überhaupt noch dann noch hin dadurch? Ich habe noch ein Leben, ne? Wenn ich jetzt sterbe, dann... Nee, das ist so ein peinlicher Fail, ne? Aber ich versuch's wenigstens. Okay, das war jetzt so gut. Ja, schon. Wenn die Kameraperspektive nicht so scheiße, dann... Oh, okay. Okay. Ja, das sieht sogar sehr gut aus. Ich hab's doch geschafft. Okay, der Sound war komisch. Aber trotzdem haben wir dafür den Mond bekommen.
Ach nee, ne? So, komme ich so dran. Okay. Zum Glück habe ich mich dadurch gerettet, um wenigstens den Mond zu bekommen. Also wäre ich jetzt dadurch gestorben, ey. Zum Glück hatte ich wieder voll daneben, ne? Zum Glück. Nee. Einfach mal kein Kommentar an dieser Stelle. So. Vielleicht hilft mir der Ausguck etwas. Da muss ich auf jeden Fall hin. Das ist auf jeden Fall klar. Hier ist wieder... Soll das ein Casino sein? Weil da so, solche Monde da dran ist. Weil da solche Monde da dran sind. Wie beim Wüstenland. Ich glaube, das könnte so ein Dingswetter sein hier, ne? So eine Art Casino. Ja, ich glaube, das machen wir mal. Das machen wir mal. Ach, sogar 5. Okay. Spiel eine Runde Jackpot. Das Spiel, das du von der Brutzelebene aus die ganze Welt erobern kannst. 10 Münzen bekomme ich von dir für ein Spiel. Wie wär's mit dem Röntgen? Wenn du gewinnst, winkt dir ein Mond. An deiner Stelle würde ich mir diese Chance nicht entgehen lassen. Wir machen es auf jeden Fall. So, an dieser Stelle mache ich mal einen Trick, ne? Weil da geht's ein bisschen besser. Für die ersten 3. Auf jeden Fall Mond. Das kommt nach dem Herz. Ah, okay, das sieht sehr gut aus. Das sieht sehr gut aus bis jetzt. Nice. Perfekt verdient. Jackpot im Schlammerland. Die benötigten Monde hätten wir jetzt sogar schon an dieser Stelle. Aber wir machen auf jeden Fall weiter für die Hauptmission. Ist auf jeden Fall selbstverständlich. Und ja, machen wir das auf jeden Fall. Zum Glück weiß ich jetzt ungefähr, wie wir jetzt hin müssen. Oder sind wir sogar schon fast da? Ah ne, da ist es sogar schon. Die Höhle da drüben ist unser einziger Zugang zur Spitze. Gehen wir hier erstmal in diese 8-Bit-Röhre da rein. Achso, wir kommen auch so nur hinein. Vielleicht auch mit einem Weitsprung, Hutwurf und so richtig skillig anstellen, dann kann man das auch so schaffen. Nee. Piss dich. Ich hasse diese, die Hammer Bros, ne? Die sind, wow, mein Gott, war das knapp. Und nächsten Checkpoint vielleicht? Nee, gab ja schon einer. Easy. So. Und hier vielleicht noch was? Bestimmt nur Münzen. Nee, ein Herz. Ja, zum Glück hatte ich etwas verloren. Und jetzt müssen wir hier nach oben was. Oh mein Gott, das sieht so scheiße aus. Ich werde wieder ein ganz komisches Gefühl haben, da etwas zu failen. Aber mal schauen, ob ich es hinbekomme. Ja, sieht eigentlich gar nicht auch so schwer aus. Ich möchte gerne diese Münzen haben. Okay, das ist gut. Jetzt kann ich wieder weiter nach vorne. Ach, das sieht gar nicht mal so scheiße aus. Es ist auf jeden Fall machbar. Verdammt. Nee, vorbei. Bleib da. Kann ich wenigstens drüber. Okay. Nee, dann machen wir's schnell. Wenn ich's hinbekomme, einwandfrei. Okay, nächster Mond. Ist sogar ein Hauptmond. Okay. Ja, ist kein Problem, ne? Das Magma-Fall hinauf. Okay. So, es wird nun ein Weg geöffnet. Chef Gok. Konfrontation. Schweres Wort, ey. Ja, dann machen wir das auf jeden Fall. Mal schauen, ob ich das noch in diesem Part schaffe. Naja, was da... Der kleine Vorfall, der passiert war mit den Goombas, den schneide ich ja sowieso raus. Ich denke, dass dann der Part nicht so lange wird. Wenn nicht, ist es etwas kacke. Aber mal hoffentlich schaffe ich... Oh, scheiße. Das habe ich jetzt nicht so geblickt, ne? Wieder mal richtig dämlich.
Ja, wie komme ich jetzt hier weiter, ne? Wie kann ich diese zwei Fackeln anzünden? Gibt es bestimmt auch wieder einen Mond dafür, ne? Wollen wir wetten? Safe, well. Aber bei? Wenn ich diese Pflanze dorthin steuere, ne, oder? Dann ist das bestimmt machbar. Nice, doch, hat funktioniert. Und? Warum war das auch so klar? Nice! Entzünde die fernen Laternen. Das reimt sich sogar etwas, wenn ich ehrlich bin. Aber bekomme ich es auch so hin, da drüber zu springen? Warum hat er das so komisch gemacht? Hä, hey, richtig dämlich. Da waren nur Münzen drinne! Aber bei es sind sogar recht viele. 100? Vielleicht? So, du gehst erstmal weg da. So. So. Wieder so ein komisches Plattform rumgejumpen, ne? Das kann ich mal überhaupt nicht leiden. So, die Steine, wofür die irgendwie gut sind, wenn die überhaupt für irgendwas gut sind, keine Ahnung. So, ich werde jetzt doch was Skilliges ausprobieren. Okay, hat sogar funktioniert. Ja, einwandfrei. Nächster Checkpoint, am Fuße des Spitzenpfads. Was gibt auf die Plattform da oben? Ach, die überschlagen sich gerne mal. Okay, danke für deine Informations. Nein! Mann! Wenn ich euch schon nicht übernehmen kann, dann verpisst euch. Dann seid ihr nicht vonnöten. Aber die Münzen hier auf jeden Fall. 41 habe ich jetzt sogar schon. Okay, nicht jetzt insgesamt, weil ich die ja schon teilweise manchmal schon ausgegeben habe für so ein... Will ich mir das antun? Ich überspringe das mal kurz. Ah, jetzt wird das so ein bisschen schmal. Ach du Scheiße! Ja, ist klar, betreib, ne? Übertreib, ne? Ist klar. Ich brauche ein Herz, ne? Ganz dringend. Ja, jetzt nicht mehr, ne? Weil ich zu nah bin, ne? Ist klar. So, ich will auf jeden Fall hier so schnell wie möglich nach oben. Krieg ich das gebacken? Nee, irgendwie nicht. Also muss ich das so machen. Diese Seite könnte ich sogar benutzen wegen dem Hothead. Aber die andere Seite nicht. Also fürs normal draufspringen halt, ist ja klar. Ich versuch's mal so. Hä? Hä? Betrug? Betrug? Jetzt bin ich wieder da. Er hat nicht so richtig gezählt. Mann, ich bin gleich am Sterben. Bitte verpiss dich. Nerv nicht. Ich bin jetzt etwas angepisst, Satosch, ne? Ich glaube, man merkt's. Dann muss ich es halt irgendwie halt vorsichtiger machen, mein Gott. Nein, du nervst uns nicht doch mal. So. Du gehst am besten jetzt schon mal weg. Warte mal, kann ich auch so zufällig nach oben? Ginge das irgendwie? Oh mein Gott. Bringt das da irgendwas? Okay, irgendwelche Coins. Naja. Nicht gerade viel, ne?
Ey, das bringt ja gar nichts, da hochzukommen, ne? Warte mal, ich warte mal. Nee, das bringt nichts. Das bringt nichts, überhaupt nicht. Das bringt einfach überhaupt nichts. Oh, du Scheiße. Jetzt packe ich die Skills aus. Oh mein Gott. Ah, die Zeit ist schon wieder so knapp, ne? Von der Aufnahmezeit her. Und ich kann auch so nach oben. Ah, das sind lila Münzen, ne? Ach, egal, ey, komm. Geh einfach jetzt nach oben. Ach, da sehen wir sogar schon. Ach, das ist doch sehr schick, ne? Ist das... Wäre das der letzte Schluss? Ich glaube, dieser Gurgel-Huhn wäre dann der Bossfight und das wäre dann der letzte Abschnitt. Also nur da hoch und dann durch diesen Topf rein, dann dahin und dann wäre es dann, glaube ich, schon soweit. Deswegen würde ich sagen, habe ich es jetzt endlich gebacken bekommen. Ich habe keine Ahnung, wie lange das gedauert hat mit diesem Gumba-Kram-Zeugs. Also das, was ich jetzt dann rausschneiden werde. Aber momentan sind wir uncut bei gleich 29 Minuten. Deswegen würde ich sagen, wenn es euch bis hierhin gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Auch wenn die Kameraperspektive, da ich es ja etwas anders gemacht habe. Hoffentlich war es nicht so schlimm. Aber wie gesagt, trotzdem einen Daumen hoch. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Und ja, dann würde ich sagen, bis zu einem weiteren Part hier in Super Mario Odyssey. Bis zum nächsten Mal und ciao, Leute. Macht's gut. Und die Handbewegung spare ich mir, weil bei dieser Kameraperspektive ist gerade komisch. Also ja, bis zum nächsten Mal. It's time to jump up in the air. Jump up, don't be scared. Jump up and your cares will soar away. And if the dark clouds start to swirl,